Der siebente Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt da 111 Könige, wenn man wohlgemerkt die Negerkönige nicht vergisst. 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle, kurz ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Um euch einen Begriff von den Ausmaßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man vor der Erfindung der Elektrizität dort auf allen 6 Kontinenten zusammen eine ganze Armee von 462.511 Laternenanzündern im Dienst hatte. Von einiger Entfernung aus gesehen wirkte das prächtig. Die Bewegungen dieser Armee waren gedrillt wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder der neuseeländischen und australischen Laternen. Hatten die ihre Lampen angezündet, gingen sie schlafen. Dann traten die Anzünder von China und Sibirien zum Tanze an. Auch sie verschwanden hinter den Kulissen. Dann kamen die russischen und indischen Anzünder an die Reihe. Dann die von Afrika und Europa. Dann die von Südamerika, dann die von Nordamerika. Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftrittes. Es war großartig. Nur der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege von der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voll Müßiggang und Gemütlichkeit. Sie arbeiteten zweimal im Jahr. Geistreich sein, dann kommt es vor, dass man ein bisschen aufschneidet. Ich war nicht ganz aufrichtig, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Ich laufe Gefahr, denen, die unseren Planeten nicht kennen, ein falsches Bild von ihm zu geben. Die Menschen benutzen nur sehr wenig Raum auf der Erde. Und wenn die 2 Milliarden Einwohner, die die Erde bevölkern, sich aufrecht und ein bisschen gedrängt hinstellten, wie bei einer Volksversammlung etwa, kämen sie auf einem öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite leicht unter. Man könnte die Menschheit auf der geringsten kleinen Insel des Pazifischen Ozeans zusammenpferchen. Die großen Leute werden euch das freilich nicht glauben. Sie bilden sich ein, viel Platz zu brauchen. Sie nehmen sich wichtig wie Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, sich's auszurechnen. Sie beten die Ziffern an. Das wird ihnen gefallen. Aber ihr sollt eure Zeit nicht damit verlieren, es ist zwecklos. Ihr habt Vertrauen zu mir. Einmal auf der Erde wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sande bewegte. Gute Nacht, sagte der kleine Prinz aufs Geratewohl. Gute Nacht, sagte die Schlange. Auf welchen Planeten bin ich gefallen? Auf die Erde. Du bist in Afrika. Ach, es ist also niemand auf der Erde? Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und hob die Augen zum Himmel. Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er steht gerade über uns. Aber wie weit ist er fort? Er ist schön. Was willst du hier machen? Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume. Ah. Und sie schwiegen. Wo sind die Menschen? Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Man ist auch bei den Menschen einsam. Der kleine Prinz sah sie lange an. Du bist ein drolliges Tier, dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs. Der kleine Prinz musste lächeln. Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff. Sie rollte sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein goldenes Armband. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist. Aber du bist rein. Du kommst von einem Stern. Der kleine Prinz antwortete nichts. Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit, du, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich habe sehr gut verstanden. Aber warum sprichst du immer in Rätseln?
Ich löse sie alle, sagte die Schlange. Und sie schwiegen. Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume mit drei Blütenblättern, einer ganz armseligen Blume. Guten Tag. Guten Tag. Wo sind die Menschen? Fragte höflich der kleine Prinz. Die Blume hatte einmal eine Karawane vorüberziehen sehen. Die Menschen? Es gibt, glaube ich, 6 oder 7. Ich habe sie vor Jahren gesehen. Aber man weiß nie, wo sie zu finden sind. Der Wind verweht sie. Es fehlen ihnen die Wurzeln. Das ist sehr übel für sie. Adieu, sagte der kleine Prinz. Adieu, sagte die Blume. Der kleine Prinz stieg auf einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er kannte, waren die drei Vulkane, und sie reichten ihm nur bis ans Knie, und den erloschenen Vulkan benutzte er als Schemel. Von einem Berg so hoch wie der, sagte er sich, werde ich mit einem Mal den ganzen Planeten und alle Menschen sehen. Aber er sah nichts als die Nadeln spitziger Felsen. Guten Tag, sagte er aufs Geratewohl. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, antwortete das Echo. Wer bist du? Seid meine Freunde. Ich bin allein. Was für ein merkwürdiger Planet, dachte er da. Er ist ganz trocken, voller Spitzen und ganz salzig. Und den Menschen fehlt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt. Zu Hause hatte ich eine Blume. Sie sprach immer zuerst.